Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele als Trickster. Ja, und ich spiele mit den Perks Lichtgeborener, Erlöschendes Licht, Geißelhaken, Gabe des Schmerzes und Thanatophobie. Ja, die Idee ist so ein bisschen, dass ich die Überlebenden sehr krass verlangsame mit Geißelhaken, mit Erlöschendem Licht und mit Tana. Okay, ich dachte, ich hätte da irgendwas gehört. Ja, mal sehen, wie wir uns damit schlagen werden. In der Lobby waren außerdem zwei Taschenlampen, daher dachte ich mir, dass vielleicht Lichtgeborene lustig sein könnte. Ich habe außerdem zwei Addons mitgenommen. Komm schon. Na! Einmal habe ich ein Addon mit, das dafür sorgt, dass ich schneller nachladen kann. Und zwar 20... Ich weiß nicht wie viel. Ein Stück weit jedenfalls schneller. Und außerdem noch ein zweites Addon, das einfach dafür sorgt, dass ich... Jetzt komme ich die... Doch dort an den Geißelhaken könnte ich sie bekommen. Außerdem habe ich ein zweites Addon mit, was dafür sorgt, dass ich, während ich Messer werfe, ich mich schneller bewegen kann. Und hepp, die hängt es am Geißelhaken. Also nur, ich kann mich schneller bewegen beim Messerchen werfen und ich kann außerdem schneller nachladen. Okay, hier trete ich kurz gegen. Ich hatte gesehen, dass dort hinten jemand langsam weggelaufen ist. Ah, langsam wohl eher nicht, sondern jetzt sehr schnell. Na los! Komm, noch einer! Los, komm schon! Eins! Ja! Ich bin nicht so gut im Aim. Da freue ich mich umso mehr, dass das jetzt noch geklappt hat. So, das ganz hinten wurde gerettet. Wen müssen wir ignorieren? Wir müssten eigentlich versuchen, Mac zu ignorieren. Hart umnehmen. Ich blocke die Palette. Hab ich dich. So, weil Mac die Besessenheit ist, mit der sammeln wir keine Zeichen für erlöschendes Licht, wenn wir die aufhängen. So, ich hänge jetzt auch extra alle an Geißelhaken. Das Coole ist, sobald die am Geißelhaken hängen, erleiden die den Statuseffekt zur Fleisch. Ne? Die brauchen länger, um sich zu heilen oder geheilt zu werden. Verlangsamung 1. Verlangsamung 2 wäre dann, wenn sie halt geheilt werden, dann sind die Überlebenden, die geheilt wurden, ne? Die vom Haken kamen, 9% langsamer an allen Aktionen. Ne? Und wenn die sich nicht heilen, verletzt also bleiben, dann schlägt Thanatophobie zu. Warte mal, der Generator dort hinten war super weit. Oh, komm schon, triff doch mal auch. Okay. Ja. Hab ich dich? Warte mal. Na ja, gut. Die wollte mich ziemlich krass wegblocken, ne, mit ihrer geliehenen Zeit. Ich glaube, da können wir sie nochmal aufhängen. Ich meine, die wollte zwar jetzt nur die Mac beschützen, weil sie mit geliehener Zeit gerettet wurde. Aber wenn ich dann so wegblockt werde, mag ich das auch nicht so. Na los, Trickster, triff! Na los, na los! Okay, okay. Los, zack, 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 zack! Wunderbar, hab ich dich. Da hat mir das Main Event jetzt richtig geholfen. Wunderbar, dass es jetzt auch sich aktiviert hat. Da ist ein Geißelhaken, da hänge ich die auf. Ich hätte jetzt überlegt, sie in den Keller zu hängen, die Mac hier, aber ich meine, die Idee ist ja dieses Purples, dass ich die Überlebenden verlangsame, daher hier an den Haken. So, als nächstes. Ich glaube, ich weiß nicht, ob dort oben jemand ist. Dort oben war ja zumindest am Anfang jemand. Ach Mist, und jetzt habe ich halt auch keine Messerchen. Um die hier aufzuhalten. Ich muss mir direkt neue Messerchen holen. Ich dachte nur, ich erwische sie hier am Generator direkt, weil der ist schon ziemlich weit. Jetzt hinten kracht es irgendwo, okay. Zack, neue Klingen. Okay. In dem dort oben ist anscheinend niemand, ansonsten wäre schon längst jemand zur Rettung gekommen. Ich glaube halt eher, dass die dort sind und den. Ja, die sind dort. Die waren den Gen. Dort ist auch die Claudette. Eins, zwei. Okay. Die fällt nicht so richtig drauf rein. Hier ist nicht offen, okay.
Warum rennst du denn nach da unten? Na los, triff doch mal Trickster! Was? Komm schon! Ich hätte einfach schlagen müssen, ne? Warte mal. Hab ich dich? So, du kommst mit. Und zwar hier an den Haken. Dann bringen wir auch Geißelhaken wieder auf dich drauf. Zack. Viertes Zeichen für erlöschendes Licht. Ihr seid jetzt 12% langsamer. Zumindest alle außer die Besessenheit. Aber die Besessenheit ist immerhin selber für sich genommen schon 9% langsamer. Die Prozente, ne? So langsam baut sich alles auf. So langsam werden die Belebenden richtig langsam, wenn sie in Generatoren sitzen. Okay, niemand da. Ah. Einmal, na los, komm schon. Trickster, triff bitte. Vor allem, die muss eigentlich gar nicht ausweichen, so schön, so viel wie ich daneben werfe. Aber gut, hey. Warte mal. Hä? Ich kann die, jetzt kann ich sie mitnehmen. Okay, ich konnte sie gerade irgendwie nicht mitnehmen. War das die Yui, die vorhin so geblockt hatte? Ich weiß es nicht. Und hä? Das war gerade der nächste Haken. Ja, da brauche ich sie auch nicht an den Geißelhaken hängen. Super, damit haben wir jetzt schon 5 Zeichen für erlöschendes Licht. Ich hole mir neue Klingen und dann geht's weiter auf Jagd. So, neue Messerchen. Und weiter geht's. Okay, was machen die hier? Die tippen halt immer wieder an, ne? Solche Frechdechse. Aber das Gute ist, oh, die sind jetzt nicht nur verlangsamt durch Geißelhaken, sondern auch verlangsamt durch Thanatophobie, ne? Das ist schon alles, es spielt mir alles gerade in die Karten. Und keine Generatoren gehen zumindest gerade mehr an. So, 6. Zeichen für erlöschendes Licht. Der geht noch zurück, der Generator. An dem hier oben ist niemand. Ich weiß, dass sie mal hier unten waren, da hat es zumindest mal gekracht. Aber keine Ahnung, ob da jetzt gerade noch jemand sitzt. Nein. Okay. Den habe ich gecheckt, den habe ich gecheckt, den habe ich gecheckt. Das heißt, der hier oben wäre noch offen. Der klingt sogar recht weit. Wobei, er klingt aber auch nur so weit, ne? Er ist nicht weit. Wieso geht niemand rennen jetzt? Okay. Die Überlebenden lassen sich ein bisschen Zeit hier. Aber das Fiese ist halt, immer wenn ich gegen Generatoren trete, dafür sorge, dass die Generatoren zurückgehen. Okay. Und das Gute ist, ich hab, dank des Addons bewege ich mich schneller, während ich die Klingen werfe. Vor allem, er hört gar nicht mehr auf mit werfen, ne? So, warte, die Claudette kam vom Haken, ne? Deshalb lasse ich die nochmal liegen. Und schnappe mir hier die Mac. So, aber das ist halt die Gefahr beim Trickster, ne? Wenn der einmal sein Main Event zündet und dann alle auf einem Haufen vor ihm sind, dann kann das schon ziemlich schnell alles zu Ende gehen. So, gut, ich werde jetzt auch die Claudette mitnehmen. Ich meine, jetzt sind sie jetzt auch nur noch zu zweit. Warte, da. Okay, Nia gibt auch auf. Du kommst hier an den Haken. Mist, wo habe ich Claudette niedergemacht? Ich hoffe, ich finde die jetzt wieder. Erst jetzt. So. Ich dachte, das wäre hier irgendwo in der Nähe gewesen. Aber gut, Claudette ist wahrscheinlich natürlich auch weitergekrochen. Ah, ich höre sie. Hallöchen. Und auf die Schulter. Und du kommst dort hinten an den Haken. Perfekt, aber dann ist das ja eigentlich, denke ich mal, ganz gut aufgegangen, ne? Die Sache ist nur, ich kann jetzt nicht sagen, es war super gut mit erlöschendem Licht, Geißelhaken und Thanatophobie.
weil ich es halt nicht direkt erlebt habe. Ne? Das müssten die Überlebenden sagen, wenn die jetzt fanden, dass das Spiel sich dadurch sehr in die Länge gezogen hat, beziehungsweise dass sie nur sehr langsam an Generatoren waren. Aber ich stelle es mir zumindest super langsam vor. Ne? 6 Zeichen erlöschendes Licht, ne? Das sind 18% Verlangsamung, mehrere Leute sind verletzt, dadurch Thanatophobie vielleicht nochmal 10%, plus Geißelhaken 9%. Kann schon, das deckt halt alles. Was halt schon ziemlich fies sein kann. So, 4-mal schillernd, wunderbar. Und das waren die Überlebenden. Good game. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr von dieser Perk-Kombination haltet. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!